So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen jetzt am Wochenende. Und ich hoffe, ihr übersteht die Corona-Zeit sehr gut. Ich hoffe, euch ist nicht langweilig, mir schon irgendwie. Aber ja, das geht auch irgendwann vorbei, wenn wir uns alle an die Regeln halten werden. So, und wir legen jetzt los mit Drogöchen, Popöchen. So, lädt. So schön, dass das lädt, oder? So, da haben wir den Gebäckefisch, diese Lorry. Bumm, diese Lorry. So. Nein, werde ich nicht. Du bist diejenige, die zu müde ist. Da hat sie recht. Ja, dann gehe ich jetzt ins Bett. Gute Nacht. Das sind Nikolais Regeln. Du darfst nicht länger als 21.30 Uhr aufbleiben. Für dein Alter zur Schule gehen unter der Woche und 21.30 Uhr, das ist lang. Beschwer dich mal nicht. Ich glaube, die Entwickler haben keine Ahnung von Kindern, ne? Also meine Kinder dürfen nicht so lange wach bleiben. Schließlich fügt sie sich. Na gut, das ist nur wegen Nikolai, nicht wegen dir. Darüber reden wir ein anderes Mal, junges Fräulein. Bis dahin, gute Nacht. Sie streckt mir die Zunge raus und dreht sich im Bett um, sodass sie mir den Rücken zudreht. In dieser Position bleibt sie nun, bis ich das Licht ausschalte und ihr Zimmer verlasse. Oh, die zeigt ja wirklich hier die Zunge des Frechdachskind. Niedlich sieht sie aus. So. Als ich die Tür schließe, atme ich einmal ganz tief durch vor Erleichterung. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, dass ich eine große und wichtige Schlacht gewonnen habe. Ich laufe gelassene Schritte zu meinem Zimmer. Jetzt endlich werde ich mich ein bisschen entspannen können. Als ich alleine in meinem Zimmer bin, fühle ich mich auf einmal mutlos. Jedes Mal, wenn ich denke, dass ich mich an die Bartolis Clan etwas annähere, unterläuft mir irgendein Missgeschick. Heute Abend habe ich meinen persönlichen Rekord gebrochen und mich mit Nikolai, Lorry, Drogo gezofft. Ich habe die Konfrontation regelrecht auseinandergereiht. Wenn Sarah hier wäre, würde sie sich einen Spaß daraus machen, mich zu erinnern, wie verrückt ich sein muss, hier in diesem Haus zu bleiben. Sie hat nicht unrecht. Ich hatte einfach nur einen schlechten Tag. Sie hat nicht unrecht. Definitiv hat sie nicht unrecht. Okay, was Lorry betrifft, ist ja nichts, das erst nicht das erste Mal, dass die Dinge schlecht laufen. Sie hat einen scheußlichen Charakter. Ja, aber was willst du machen, wenn man jahrhundertelang von Vampiren erzogen wird? Zum Glück gelingt es mir dank ihres Alters, sie immer wieder von Missverständnissen zwischen uns abzulenken. Ich muss zugeben, dass meine Arbeit mit ihr ziemlich ermüdend ist. Darüber hinaus mache ich mir auch wegen Nikolai einen Kopf, auch wenn er bis jetzt immer auf meiner Seite war. Es stimmt ja, dass ich schon mehrmals zu spät gekommen bin und zudem ein bisschen zerstreut. Aber ich habe es bisher immer geschafft, die Wogen wieder zu glätten. Nun scheint er aber am Ende seiner Geduld mit mir zu sein. Er hat nichts mehr durchgehen lassen. Er hat nichts mehr durchgehen lassen. Weder meine Nacht bei Sarah, noch meine Verspätung, als ich mich um Lorry kümmern sollte. Ich habe Probleme, sie noch offen zu halten. Ich reibe mir müde die Augen. Ah. Ich lasse mich auf dem Bett fallen und verschränke die Arme. Ich starre zur Decke und denke nach. Rasch komme ich auch noch bei meinem letzten Problem an, das nicht unbedingt das kleinste ist. Drogo. Was soll ich nur mit ihm tun? Ihn einfach ignorieren. Ihm sagen, was ich fühle. Aber ernsthaft, was fühlt denn Drogo? Kann er uns das vielleicht auch mal irgendwie verraten? Was fühlt er denn? Ne? Dann kann man ja darauf reagieren. Ach komm, wir gehen aufs Ganze. Ich weiß nicht, woran ich bei ihr bin. Seine Art, mich vom Warmen ins Kalten zu stoßen, ist ziemlich verwirrend. Allerdings habe ich mich von Anfang an zu ihm hingezogen gefühlt. Das muss ich durchaus zugeben. Seit sich unsere Blicke trafen, da oben auf der Steintreppe, als er mir die Tür geöffnet und sich wie ein Vollidiot benommen hat, bin ich etwa eine Masochistin? Nein, ein Masochist. Wobei ich durchaus auch sofort gemerkt habe, dass er nicht der Richtige für mich ist. So Typen wie er sind etwas zum Träumen, aber nicht für das ganze wahre Leben. Ich habe lieber Abstand zu ihm gehalten, als er seine Zeit damit er verbracht hat, mich zu ärgern. Aber heute Abend, da hat er den Gipfel erklommen. Seine Küsse, sein Körper an meinen, dieses Gefühl, ihm ausgeliefert zu sein.
Ich hätte das nicht tun dürfen. Das war so aufregend. Ich war noch nie so aufgeregt, wenn ich mit einem Jungen zusammen war. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie so etwas Intensives erlebt. Du hast aber nicht sehr viel erlebt. Ich bin noch nie über dieses Stadium der Kleinküsse und der ersinnlichen Spielchen hinausgekommen. Mit Droge fühlt sich so an, als könnte ich noch viel weiter gehen. Mein Körper reagiert völlig unkontrolliert auf seine Berührung. Ich weiß nicht, ob das so eine Vampirgeschichte ist, aber in jedem Fall spüre ich eine Wirkung. Okay, wir müssen ein kleines Puzzle puzzeln. Und ja, wir sind gleich wieder da. Okay, und weiter geht's. Oh, nicht nochmal. So, schon allein im Gedanken daran, dass seine Hände meine Haut berühren, zitter ich. Und wenn ich erst an seine Zunge denke, wie sie sich in meinen Mund fortbewegt hat. Das hört sich so ein bisschen eklig an. Ich versuche zur Besinnung zu kommen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe nur eine einzige Lust, zu seinem Zimmer zu rennen und von vorne zu beginnen. Ich stelle mir vor, wie er von meinen Lippen auf dieselbe wilde Art Besitz ergreift. Mein gieriges Selbstbewusstsein lässt aber nicht locker und erinnert mich daran, dass sich Drogo eh nur über mich lustig macht. Ich bin für ihn nur so eine Art Spielzeug, dessen er sich schnell wieder erledigen wird. Woher soll ich wissen, ob ich nur ein willkommener Zeitvertreib bin oder ob er in mir tatsächlich mehr sieht? Ich will gar nicht wissen, ob ich ein Zeitvertreib bin oder er wirklich Interesse an mir hat. Ich sollte mich ganz einfach jetzt wirklich an die Regeln halten, die mir Nikola diktiert hat. Und ich habe nicht vor, weiterzugehen. Vor allem will ich mich nicht allein mit Drogo wiederfinden. Das ist echt besser so. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ich platze fast vor Lust, das Gegenteil zu tun. Was soll das sein? Mich in seinen Arm wiederzufinden und mit ihm neue Gefühle zu entdecken. Zieht mich gefährlich an. Vielleicht gehen wir einfach rüber. Tatsächlich ist es vor allem seine gefährliche und unberechenbare Seite, die mich reizt. Echt mal, das Ganze wird noch böse enden. Ja, wahrscheinlich, aber vielleicht gehen wir einfach zu ihnen rüber. Was halten wir denn davon? Ich würde es, glaube ich, machen. Würde ich machen. So, meine lieben Kinderchen, das war's auch wieder für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.